Also, morgen, meine Damen und Herren, das Trauerspiel geht in die nächste Runde. Es ist sehr zynisch, was hier heute passiert ist. Zynisch vor allen Dingen gegenüber dem Zeugen Snowden, der sozusagen hier weiter hingehalten wird im Hinblick auf die Möglichkeit, hier in Deutschland aussagen zu können. Die Koalition spielt ganz offen auf Zeit und versucht eben über diese Legislaturperiode zu kommen, um diese nicht unkomplizierte Entscheidung eben einfach wegzudrücken. Und das vor dem Hintergrund dieses persönlichen Schicksals ist zynisch. Die Koalition hat hier heute unsere Minderheitenrechte vorsätzlich erneut beschnitten, hat ohne dass eine Vollzugssuspension, also eine Aussetzung der Umsetzung dieses BGH-Urteils rechtlich möglich wäre, unseren Antrag einfach von der Tagesordnung erneut genommen. Und was ich wirklich hier an dieser Stelle beklagen möchte, ist, dass man dafür, dass die Minister und die Bundeskanzlerin, Herr Steinmeier, Herr Maas und Frau Merkel ein weißes Westchen nach außen behalten können, werden hier im Parlament von der Großen Koalition die Minderheitenrechte krass beschnitten. Das ist ein offener Rechtsbruch. Es gibt dieses Urteil, es gibt eine Rechtspflicht, dieses Urteil zu vollziehen. Und dass das hier eben vorsätzlich sabotiert wird, ist ein unerträglicher Zustand. Was war denn die Begründung, wenn ich mal fragen darf? Es gab keine rechtliche Begründung. Wir haben die Kommentarlage, die da eindeutig ist, zitiert. Es ist ja auch erst kurz vorher der Beschluss mehrheitlich gefasst worden, dass man jetzt hier Widerspruch einlegen will. Deswegen kann der Widerspruch ja auch noch nicht eingelegt sein zum jetzigen Moment. Zumindest wurde kein Faxeingang beim BGH uns vorgelegt. Deswegen war das sozusagen eine Behauptung. Aber auch völlig unabhängig von der Einlegung dieses Widerspruchs ist dieses Urteil zu vollziehen. Und es geht ja vor allen Dingen darum, dass die Bundesregierung sich eben verhält, wie der Zeuge Snowden nach Deutschland kommen könnte. Und das wird, damit sich eben Herr Maas und Herr Steinmeier und Frau Merkel hier nicht verhalten müssen, wird das hier im Ausschuss abgeladen und auch die Abgeordneten der Großen Koalition ganz offensichtlich dazu gebracht, hier bewusst ohne ein rechtliches Argument die Minderheitenrechte zu beschneiden. Das ist parlamentarisch gesehen ein wirklich trauriger Vorgang. Und wie geht es jetzt weiter? Machen wir das jetzt wieder? Das einmal mit Frau Renner. Genau. Vielleicht noch mal zusammenfassend. Der Beschluss des Bundesgerichtshofes war eindeutig. Er hat den Untersuchungsausschuss aufgegeben, unserem Antrag der Opposition stattzugeben, mit dem die Bundesregierung verpflichtet werden soll, die Voraussetzungen zur Aussage von Edward Snowden als Zeugen vor diesem Ausschuss zu schaffen. Unser Antrag hätte heute abgestimmt werden müssen und er hätte auch mit Zustimmung seitens aller Abgeordneten versehen sein müssen, so der Spruch des Bundesgerichtshofes. Es ist der Großen Koalition unbenommen und natürlich mit gutes Recht, Beschwerde gegen diesen Beschluss einzulegen. Es kann aber nicht sein, dass mit Verweis auf diese Beschwerde jetzt heute die Abstimmung zu unserem Antrag weiter vertagt ist. In der Folge bis zu einem Datum X, der möglicherweise auch zum Ende der Beweisaufnahme in diesem Untersuchungsausschuss liegen wird. Wie wird es weitergehen, ist, glaube ich, jetzt nicht mehr eine juristische Frage, sondern eine politische Frage. Ich denke, man muss jetzt ganz deutlich sagen, hier hat heute nicht abgestimmt ein Abgeordneter einer Fraktion, sondern hier hat heute die Bundesregierung Regie geführt im Untersuchungsausschuss. Das Parlament, Teile des Parlaments, insbesondere die Koalitionäre, geben offenbar die politische Hoheit über die Frage, ob hier eine Aufklärung zu der Massenüberwachung seitens der NSA in Deutschland und Europa stattfinden kann, an die Bundesregierung ab. Ich denke, das ist tatsächlich dann auch ein Vorgang, der nicht nur im Kern die Frage Aussage von Edward Snowden berührt, sondern ganz grundsätzlich das Verhältnis von Parlament und Regierung. Und deswegen werden wir natürlich jetzt nicht nur rechtlich prüfen, was dies heute nach dem
Antrag heißt. Wir haben ehrlich gesagt nicht mit einem solchen Vorgehen gerechnet. Wir haben erwartet, dass die Große Koalition rechtstreu heute den BGH-Beschluss umsetzt. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass man hier tatsächlich offenen Rechtsbruch begeht und willkürlich die politischen Instruktionen aus der Bundesregierung umsetzt. Und deswegen sehen Sie es nach, wir müssen rechtlich die Situation bewerten. Politisch ist es für uns relativ klar, es geht ganz eindeutig darum, die Zeugenaussage von Edward Snowden zu verhindern. Das ist Ziel dieses ganzen Vorgehens und nichts anderes. Und das ist uns eigentlich schon seit Beginn dieses Ausschusses klar, aber heute noch mal deutlich in Form eines Rechtsbruches dann auch vorexerziert worden. Und Rechtsbruch auch deswegen, wenn ich die eine Frage noch hinterher schicken darf, weil ja auch das Stichwort unverzüglich im Beschluss steht. Die BGH-Richterin hat ganz klar gesagt, dass dieser Beschluss nicht nur stattgegeben werden muss, sondern eben auch unverzüglich. Unverzüglich dann damit auch die Frage der Amtshilfe im Wege geleitet werden muss. Und da gibt es überhaupt kein Vertun und die Kommentierung ist vollkommen eindeutig und wir können also überhaupt rechtlich kein Argument finden für das Vorgehen der Koalitionsseite hier und deswegen auch meine Einschätzung, es ist allein politisch intendiert, es hat keine juristische Grundlage. Vielleicht noch ein Gedanke, also interessant wird sein, ob die Koalition jemanden findet, der diesen Fall tatsächlich rechtlich vertritt, weil die Kommentarlage von Herrn Gerdet so eindeutig ist, dass es eben diesen Suspensiveffekt nicht gibt. Und zu Ihrer Frage eben nochmal, ich glaube, es ist wirklich auch ein Vorfall hier im Parlament, der seinesgleichen sucht und mit dem sich der Ältestenrat sehr zügig befassen muss. Was heißt das denn jetzt konkret? Also was konkret können Sie jetzt heute nach dem tun, was Sie als entschieden schreiben? Naja, ich will jetzt hier nicht, aber wir kämpfen nun wirklich tapfer mit allen Mitteln sozusagen gegen diese Mehrheitsmechanismen und auch gegen diesen Zynismus. Jetzt haben wir ein Urteil erstritten und wir haben das auch als Opposition gemeinsam kollegial ertragen, dass natürlich die Situation auch für die Abgeordneten der Großen Koalition bis zum heutigen Tag nicht unkompliziert ist, das erkennen wir ja voll an. Aber sozusagen durch dieses Urteil ist einfach eine Entscheidung gefallen und dass man das jetzt so weiterzockt, das ist ein ziemlich unfassbarer Vorgang. Wir werden jetzt den Ältestenrat damit befassen und dann muss man gucken, ob wir nochmal versuchen, wir werden uns natürlich jetzt zu diesem Widerspruch juristisch verhalten. Aber eigentlich haben wir sozusagen alle Register erfolgreich gezogen und das ist ja genau das Problem, dass man, obwohl das entschieden ist, hier eben das in der Form weiterspielt. Insofern kann man nur hoffen, dass das wahrgenommen wird, was hier passiert und im Zweifel dann, dass der BGH möglichst zügig entscheidet. Das ändert aber nichts an dem Vorgang heute und dem Rechtsbruch, der hier heute erfolgt. Vielen Dank.